Hi ihr Lieben, wir sind heute mal wieder hier. Bei RHS Reisemobile in Mülheim an der Ruhr. Genau. Hier kam heute ein neues Fahrzeug und wir haben gesagt, okay, den gucken wir uns mal an. Und wenn ihr Bock habt, kommt mit. Genau. So, mein Schatz, Kastenwagen. Unser erster Kastenwagen von LMC. Mhm. Also wir haben noch keinen gefilmt und ich glaube sogar, dass LMC vorher noch gar keinen Hit hatte, ne? Hätte. Weiß ich nicht genau, auf jeden Fall ist das. Also wir haben noch keinen gesehen. Nein. Ja, das ist der Innoven und so wie wir euch den heute hier zeigen, ist das Modelljahr 2022, ne? Ja. Alles ganz neu von innen. Aber leider, leider, wir hätten uns sehr gefreut, wenn er schon auf dem neuen Fiat aufgebaut wäre. Aber der hier ist leider noch auf dem 2021er Richtig. Fiat. Aber alles, was wir hier drin zeigen, ist fürs nächste Jahr, 2022. Genau. Da ändert sich nichts mehr. Wer den dann bestellt, der kriegt den auch schon mit dem 22er Fiat. Richtig. Ne? Gut, dann fangen wir an jetzt. Ja. Was haben wir? Klassischen Querschläfer? Ja, ich bin ein bisschen traurig, dass ich keinen neuen Fiat zeigen kann. Ja, wir haben einen Querschläfer. Ja. Mit nur an einer Seite einem Fenster. Optional, aber auch zwei Fenster. Genau, optional gibt es ein zweites. Wir haben jetzt hier nur eins. Aufstellbar natürlich hier mit einem Fliegengitter und einem Rollo. Schön groß das Fenster. Schönes großes Fenster. Und man sieht ja schon, es ist ein Rahmenfenster. Werden wir gleich von außen sehen. Ja. Was ich hier ganz gut finde, ich habe schon viele, viele schicke Dinge hier entdeckt in dem Auto. Ne? Nur als ich durch die Türe reingekommen bin nach hinten. Mhm. Und zwar fängt das direkt schon an. Ich mag ja wahnsinnig die Dometic-Leisten. Mhm. Und die sind hier verbaut, hier mit so einem kleinen weißen Schirmchen. Man kann die ja rausnehmen, sich überall ins Auto reinmachen. Oder auch rausmachen, wie man es gerade möchte. Und die USB-Dosen gibt es dafür auch wieder, ne? Ja, dann gibt es noch die USB-Adapter. Und, das erzähle ich gleich vorhin. Ich bin schon so aufgeregt. So, auf der anderen Seite haben wir auch die Dometic-Leiste. Was man hier sieht, die Dometic-Leisten sind nicht nur so kleine, sondern das sind ellenlange. Ja. Ja, also da könnt ihr euch so viel drin verbauen, das ist super. Wir haben hier über dem Bett ein Bügelheki, die 40x40 Variante. Hier ist ein Plissee dran und natürlich ein Fliegengitter. Dann haben wir Oberschränke, die matt weiß sind. Passt gut, ne? Ja, und hier oben ist so ein ganz dunkles Anthrazit. Die Kombi finde ich eigentlich ganz gut. Die Schränke gehen hier auf mit diesem Klicksystem. Je Falle. Gute Heferle-Scharniere. Wir haben eine anständige Lippe hier vor, genügend Platz und wir haben hier zwei Schränke. Auch das ist ganz okay, ne? Ja, das auf jeden Fall. Ja. Das finde ich gut. Auf der anderen Seite, an der Fensterseite, haben wir auch noch mal zwei Stück. So, mit links kriege ich das nicht so gut auf. Also den Schrank kriegt man nicht mit links auf. So, wir haben Soft-Close. Soft-Close. Zack. Zack. Optimal. Aber schön. Gut, Querschläfer, wie gesagt, ist, ne? Ja, ja. Aber manche ich weiß haben ja, dass Probleme viele von euch den Querschläfer lieben, ne? Also ich habe auch noch Platz. Nach oben und nach unten. Ja. Das Schöne am Kastenwagen ist immer, jetzt haben wir die Türen hinten ja schon auf, es ist heute recht drückend draußen. Mhm. Ich glaube, es gibt gleich noch Gewitter. Wenn man so irgendwo am Wasser steht, ne? Das habe ich an unserem Kastenwagen immer geliebt. Irgendwo am Wasser, Türe auf und rausgucken. Also ich würde sagen, ich komme jetzt von hinten. Nein, ich komme nicht von hinten, aber ich sag mal, ich komme jetzt hier einmal rum und wir schauen von hinten, okay? Na gut. Ach, du machst mir Angst. Kastenwagen? Ja, Kastenwagen. Was wir haben in jeder Türe ein Fenster drin. Ja. Und jetzt musst du mir mal helfen mit Rollo. Und Fliegengitter. Ja. über dem Fenster haben wir an jeder Seite noch eine kleine Ablage. Ja, mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Dann haben wir nur noch den Griff zum Öffnen. Und fertig. Ja, so, dann komm mal runter. Ich habe keine Schuhe an. Ist nicht schlimm. Dann haben wir jetzt mal weggebaut hier. Ja, genau.
Lattenrost ist tatsächlich nur hier auf dem Mittelstück. Ja, hier. Ist also nicht zum Hochnehmen. Da, ne? Ist aber nicht zum Hochklappen, finde ich ein bisschen komisch. Aber muss man sich dann gewöhnen. Nicht zum Hochklappen, nicht zum einfach zum ganz wegnehmen. Ja, nimm es doch mal. So, haben wir eine Schottwand. Die kann man komplett rausnehmen. Seht ihr, ich ziehe sie hoch und setze sie wieder rein. Und dieses kleine Ding hier, da kann man drauf treten, wenn man klein ist. Dann kommt man besser ins Bettchen rein. Jetzt komme ich mal hier rüber. Hier sind nämlich überall Klappen. Jetzt gucken wir uns mal die Klappen an. Frischwassertank. Wenn wir dann hier auch nochmal haben. Genau, Frischwassertank. Das Rädchen für 20 Liter Fahrwasser. Ja, NC verbaut Tauchpumpen. So, dann gucken wir mal die andere Seite. Ich liebe so kleine Kläppchen. Wer bist du? Ich kann es dir sagen, der Gaskasten. Na. Was haben wir da? Oh, hier habt ihr zwei riesige Schränke noch. Ja, was ich ein bisschen blöd gemacht finde, ist, dass ich immer das Polster wegnehmen muss, um diesen Schrank zu öffnen. Ja, denn er geht nicht von hier außen zu öffnen, er geht nur von hier oben. So, und hier Bordwerkzeug. Haben wir noch ein, da ist aber komplett belegt mit dem Bordwerkzeug. Aber wenn man das rausnehmen würde, hätte man da auch noch richtig viel Platz. So, dann gucken wir mal hier unten. Also hier ist gar nichts zum Befüllen. Nein, da ist nichts. Das ist ja schade. Ein Lämpchen ist da noch unten, Heizungsausströmer. Hier haben wir einen Heizungsausströmer und hier haben wir noch ein Lämpchen sitzen. Dann haben wir hier auf der Erde Furzurösen. Vier Stück. Denn wenn man die Schottwand rausnimmt, kann man ja auch hier ganz lange Dinge transportieren. Genau. Ich mach mal eben den Gaskasten auf. Ja. So, wir haben hier Platz für 2x11 Kilo. Crashsensor ist verbaut und sogar schon Gasfilter. Gasfilter auch verbaut. Das ist gut. Wo LMC sich auch Gedanken drüber gemacht hat. Die haben zwar den Griff nicht versetzt, aber sie haben hier die Matratze ausgehöhlt, damit man den Öffner bedienen kann. Das finde ich gut. So, Kastenwagen ist immer so schnell, ne? Finde ich gut. Da kannst du nicht so viel quasseln. Erzähl du mal. Unsere Abonnenten sind alle auf meiner Seite. Da kommst du nicht gegen an. Da kannst du nicht gegen anstinken, mein Freund. So, ich möchte direkt in der Küche weitermachen, weil ich die für eine Kastenwagenküche sehr geil finde. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich finde diese Holzarbeitsplatte mega. Die sieht schick aus, ja. Ja. Eigentlich fange ich ja immer oben an. Ich gehe nach System, aber jetzt will ich nicht nach System. Ich möchte euch das zeigen. Guckt euch diese Rückwand an mit dem Holz. Und das hier sieht eigentlich nur aus wie eine schöne Unterteilung. Aber ihr kennt von anderen Herstellern die Multifunktionsleisten, wo die Haken drin sind. Ja, die sind gut. Und da gibt es jetzt auch so ein Regelchen von. Das heißt, ihr könnt euch hier Haken reinsetzen, wie ihr wollt. Oder ihr könnt vielleicht auch versetzt zwei von diesen Schutten hier reinmachen. Ne? Mhm. So, eins hier, eins da. Da vielleicht noch Häkchen. Ja. Die Rückwand finde ich voll geil. Ja. So, und drunter haben wir wieder die Multifunktionsleiste. Da ist jetzt hier eine LED-Lichtleiste drin. Ja, so ein Lichtstab. Ne? Genau. Finde ich auch ganz süß. Man könnte sich hier aber auch noch, wenn man mal vielleicht mehr Licht zum Kochen haben möchte, nimmt man sich einfach aus dem Schlafzimmer noch den Spot. Ja. Und während des Kochens kann ich auch noch hier einen USB reinmachen und kann hier mein Handy zum Laden reinlegen. Also mit diesen... Das ist schon sehr innovativ. Ja, also das finde ich geil, weil ich mit dieser Wand machen kann, was ich möchte. Stimmt. Ja? Vielleicht heißt der jetzt auch deswegen innovativ, aber das haben andere Hersteller schon länger. Ne? Aber trotzdem finde ich das cool. Ja. Ich mag diese Leisten im Kastenwagen. Und auch in den anderen Mobilen würde ich das gut finden, wenn man das da so umsetzt. Also ich hätte gerne auch so eine Leiste. Ja. Ich hätte auch gerne so eine Leiste. Komm, aber die Leiste, mach mal weiter. Ich bin ja bei den Franzosen, das heißt, ich habe ein Gewürzregal. So, einmal oben noch ein großer Schrank mit einer schönen Lippe davor. Man kriegt hier genug rein. Hier schön Tellerchen, Tassen, alles super untergebracht. Softclothes haben wir auch hier. Dann haben wir hier für den Kastenwagen eine schöne Arbeitsfläche, ne? Richtig viel Platz, richtig viel Arbeitsfläche, ne? Ja. Mein Schatz, wie lang ist das Auto denn? Sechs Meter. Pibu. Der ist nur 6 Meter? Ja. Warum hat denn der so eine lange Küche? Ich weiß nicht. Na, Sachen gibt's.
Oh ja, es wird immer schöner, je mehr ich mir von diesem Auto angucke. Wir haben meine Lieblingsgitter und dann auch noch in Schwarz. Hm. Ich freue mich. Hm. Schaut mal, dazu gehen auch immer mehr Hersteller über, dass wir eine kleine Gasflamme haben und eine etwas größere. Ja. Und es gibt noch eine größere. Die gibt es aber hier nicht. Genau. So, wir haben hier eine elektrische Zündung mit so einem Knöpfchen da unten. Hört ihr? Funktioniert alles. Das finde ich gut, dass es eine Einheit ist. Wenn dir mal was passiert, dass alles da reinlaufen könnte. Ne? Das ist eine gute Sache. Ich mag das. Ich mag das, wenn das hier in so einem Kastenwagen, finde ich das super, dass es so ein Modul ist im Prinzip. Ja. Ne? Das mag ich. Das sagt ein Abonnent von uns auch immer. Was sagt er? Dass wenn das Wasser überläuft von den Nudeln kochen, dass das dann direkt da reinläuft. Ja, das fängt schon scheiße an wie unsere Abonnenten. Das ist aber scheiße, wenn nämlich Nudelwasser in deinen Abwassertank kommt, das stinkt wie Hupe. Ja, das stimmt. Irgendwann fängt so ein Tank dann an zu stinken. Was ich auch noch sagen muss, wir haben meine Lieblingsgitter hier drin. Und zwar, da ist direkt so ein Sieb mit dran. Ne? Das heißt, wenn euch da doch mal ein paar Essensreste reinflutschen, dann kommen die in diesem Sieb aus. Die hatten wir nämlich auch mal. Mhm. Ja, so, also... Wasserhahn ausreichend. Ach, das ist okay. Batterie, okay. Das ist süß klein, ne? Es ist, also so ein Grillrost könnte man da drin jetzt schlecht sauber machen. Nein, muss ja. Aber es ist eine süße Küche. Und diesmal kann keiner meckern, dass man keinen Platz zum Schnibbeln hat. Stimmt. Ja. Schränkchen. Sehr schön. Aber ich muss noch mal eben sagen, ich finde die Kombination jetzt so, ne? Schau mal, hier ist ja schon wieder dieses dunkle Anthrazit. Dann ist dieses schöne Holz. Das ist gar nicht so Anthrazit. Das würde ich sagen, ist so ähnlich wie Etrusco. Sollen wir jetzt wieder anfangen, dass das Schlamm ist? Nein, du hast recht. Das ist wenn ich, doch, das ist grau. Ja, grau, Schlamm, Dunkelschlamm. Ja. Ja, auf jeden Fall diese Variante mit diesem Grau. Holz und schau mal, dann kommt hier oben wieder das Weiß. Finde ich eine sehr schicke Kombination. Bin schon wieder begeistert, ne? Ja. Was haben wir da für eine Schalterarmada? So, ich gehe mal. Also, hier haben wir einmal die Spots über deinem Kopf, 3 Stück. Die kannst du hier rüber steuern. Dann hat er einen beheizten Abwassertank. Wir haben hier eine 230 Volt Steckdose und nochmal eine 230. Oh, 2 Stück? Ich habe aber noch keine. Ich wollte gerade sagen, ich habe noch keine USB-Steckdose. Ja, hier, du kannst ja hier 10 Stück reinmachen, genau, wenn du willst. Ne? Genau. Ja. Also, Schublade. Kein Besteckkasten. Kein Besteckkasten. Und es ist auch ein bisschen schwierig. Das ist ja ein Kastenwagen normal. Ja. Das ist ein Kastenwagen normal. Was würde mein Mann jetzt wieder sagen? Die Schubladen sind von Hettig. Sind die von Hettig? Ja. So, zumachen. Oh, jetzt muss ich mal weggehen. Ja, da muss ich mal ran. Ah, ja, schön 3 Fächer. Und dann haben wir noch Kläppchen. Da haben wir noch Elektrik. Ja, damit man da überall dran kommt. Das ist auch gut. So, dann mache ich mal hier weiter, Frau, ne? Ja, zu zweit ist das gerade schwierig. Nächster Schrank. Genau dasselbe. Und auch unten nochmal, um an die Elektrik dran zu kommen. Auch gut. Ja, dann bin ich hier schon wieder raus. Ah nee, warte mal, hier ist noch einer auf der anderen Seite. Oh, boah, der ist aber riesig. Mit Hängestange drin. Hier unten auch nochmal eine Versorgungsklappe. Ah, das ist echt gut gemacht, dass man hier überall dran kommt. Cool. Da Männer ja nie alles am Stück erwähnen, ich sag euch noch, hier unten drunter sitzt ein Heizungsausströmer. Ach du Klugscheißer. Ich bin so ein Klugscheißer, ich bin ätzend, ich weiß. Dann habt ihr hier oben noch ein Ablagefach und da sind die nicht vorhandenen USB-Steckdosen, von denen ich gerade gesprochen habe. Da sind nochmal extra welche. Also könnt ihr auch hier euer Handy reinlegen oder euer Tablet oder was auch immer und es hier bequem laden. Kannst du die beiden Haken auch da mitmachen? Die hätte ich jetzt auch erwähnt, mein Engel. Okay. 2 Haken. Ja. Was mir gefällt? Die Tür. Ja, das hast du direkt beim Reinkommen gesagt. Ne? Das finde ich cool. So. Ja, das gefällt mir gut. Das ist nicht mintgrün. Da ist noch eine Folie drüber. Genau. Ja, das ist weiß. Nicht, dass man sich da täuscht. Und wenn ihr ins Bad wollt, einfach hier gegen drücken. Zack. Oder wenn ihr zumachen wollt, einfach an diesem Bundle ziehen. Das finde ich gut. Ja. Ich bin ja mehr der, der Retro-Mann, ne? Und ich mag ja sowas hier. Dicke Mädchen wie ich würden dann einfach mit dem Po andauernd die Badezimmertür aufmachen. So, dann kommt mal rein, denn hier wird es genauso schön wie in der Küche. Ich würde sagen, du filmst und ich rede einfach nur, weil wir sind irgendwie im Kastenwagen heute nicht kompatibel, wir zwei. Gut, dann geh mal rein da. Nee, ich gehe ja raus da.
So, Frau, dann erzähl mal was dazu. Ja, als erstes sage ich euch, wir haben eine ultra süße und ich traue mich das nie zu sagen, weil ich nie weiß, ob das richtig ist. Ich glaube, die Luke, die ist 18 mal 18 aufstellbar und wir haben keine Verdunklung, aber wir haben ein Fliegengitter hier vorne. Verdunklung brauchst du ja nicht. Ja, zuckersüß finde ich bei diesem kleinen Heki. Den Handtuchhalter. Den Handtuchhalter, der ist auch süß, ne? Ja. Finde ich niedlich. So, hier diese Leisten verraten euch schon. Vorhang. Wir haben einen Kleber am Arsch, Tüttelvorhang. Ja, den haben wir. Man muss immer Kompromisse machen. Ja. Aber wenn ich trotzdem die Anordnung jetzt hier sehe, wenn du dich mal umdrehst. Also hier, dass das alles zurückversetzt ist, das finde ich schon mal toll. Das sieht gut aus. Ja. Das gefällt mir. Ja, ja? Wenn du gerade dahin filmst, fangen wir auch hier an, weil hier haben wir auch so wahnsinnig schönes Holz. Mhm. Und da das direkt neben einem Waschbecken ist, ist das auch bestimmt, ich darf nass werden, Holz. Weil sonst wäre es ja nicht an einem Waschbecken, ne? Du bist auch glaub so ich. Eine, ja. Was ich schon mal sagen kann, das ist mir direkt aufgefallen, wir haben hier überall so Silikon um die Fugen aber gemacht. Guck mal, ne? Guck mal, wie geil das gezogen ist. Ja, ja, das ist hier ringsherum. Also das ist wirklich eine super schöne Silikonnaht, das muss man auch mal erwähnen, ne? Also da hat der Mann im Berg gute Arbeit geleistet. Ja, der hat wahrscheinlich gerade morgens um 8 damit angefangen, da war er noch voll motiviert. Ne? So, hier haben wir einen schönen Spiegel sitzen. Was steht da unten auf dem Spiegel? Achtung, Wasserarmatur vor der Entleerung des Wassersystems in Mittelstellung bringen und öffnen. Okay. Das steht bei uns auch, den Aufkleber haben wir nur abgerissen, mein Engel. Oben habt ihr noch zwei Spots. Und dann haben wir hier ein schönes Waschbecken mit Dusche. Ja, und ein Fenster. Ein Fenster. Das heißt, ich könnte das auch als Außendusche benutzen. Ja? Hier oben als Dusche. Ja. Ich möchte aber nicht, dass er mir jetzt auf den Kopf fällt. Ich glaube, du wartest darauf, dass ich ihn abkriege. Wie ist denn die Sitzposition beim Pipi machen, Frau? Geht das? Ja, ich... Du bist mit den Füßen in der Luft wieder. Nee, jetzt gerade nicht, weil ich mich tatsächlich abstütze, weil ich mich ja nicht auf den Toilettendeckel setzen will. Man kann sie drehen, so. Dann, guck mal. Ist das gut, ja. Ja. Aber ganz ehrlich, jetzt muss ich mal den Deckel hochmachen. Ich bin, glaube ich, wirklich in der Luft. Ja, du bist in der Luft. Ich bin in der Luft. So, jetzt gehen wir aber erstmal nach System weiter. Du machst mich ganz bekloppt. Das ist nur eine Blende, da ist nix. Nee. Hier haben wir ein Ablagefach mit einer Lippe davor. Hier oben, hier auch eine Lippe, da auch eine Lippe. Blende, Push. Hier oben eine Lippe, unten keine. Gut, ist ausreichend für den Kasten. So, hier ist auch keine Steckdose drin verbaut. Und das ist natürlich wieder... Ne? Ja. Aber, was ja kein Problem wäre, du hast ja direkt da die Steckdose. Stimmt. Das heißt, ich könnte meinen Föhn hier reinstecken und könnte trotzdem mit meinem Föhn hier stehen. Ja. So, dann gucke ich mal hier. Da musst du mal gucken, komm. Hier kann man auch noch überall was hinstellen, vorm Fenster. Hier ist genügend Platz. Und hier könnte man auch noch was hinstellen. Hast du gesagt, dass da ein Rollo dran ist? Nein, weil du mich so bekloppt machst heute schon wieder. Milchglas? Es ist Milchglas. Es ist offenbar. Das heißt, ich kann meine Dusche rausstecken. Wir haben ein Fliegengitter und wir haben ein Rollo. So, gut. Und Milchglas. Dann haben wir, und jetzt komme ich mal wieder zu dir, die Setford-Toilette, drehbar. Das Loch bleibt immer in der Mitte, wenn man die dreht. Das ist das Schöne an Setford. Heizungsausströmer? Heizungsausströmer, Toilettenspülung. Lichtschalter für die Spots. Ja, und was ich immer schick finde, ist das Holzbrett, ne? Ja, da stehe ich gerade mit meinen Schmuddelsfüßen drauf. Wie viele Abflüsse haben wir denn? Einen. Einen, okay. So, aber wir sind noch nicht fertig. Nein. Wir haben noch hier... Wie soll ich denn hinkommen? Ja, überleg dir was. Vielleicht kriegst du Gogo-Gadgetto-Arme. Haben wir noch einen Toilettenrollenhalter. Und, wie schon erwähnt... Den Tüdelvorhang. Ja. Ja. Das war das Badezimmer. Aber ein schönes Badezimmer. Ja, ich finde es auch schön. Ich finde das schön, dass man hier so wirklich mega viel Platz hat. Ne? Ja. Das ist schon gut gemacht. Das ist gut gemacht, ja. Finde ich wirklich. Weil hier unten drunter, ja, das ist ja auch sofort der Kleiderschrank hier auf der Seite. Hast du mal diesen komischen Wasserhahn gesehen? Guck das mal sieht hier aus, als ob der eine Kappe aufhat wie ich. Ja. Guck mal. Ach ja. Ja, ich wollte jetzt sagen, das sieht aus wie ein Entenschnabel. Aber okay, wenn du meinst, der Wasserhahn sieht aus wie du, ist das auch okay. Wie mein Mütz. So, zumachen, fertig mit dem Badezimmer.
So, unter der Bankfrau haben wir eure Truma verbaut. Guck mal, hier noch mal schön eingepackt. Cool. Kühlschrank? Ja, viele haben sich wahrscheinlich schon gefragt, Mona, so eine schöne Küche, haben wir keinen Kühlschrank? Haben doch. Wir haben den Kühlschrank direkt hier vor Kopf sitzen. Sogar den geilen, für mich geilen Kühlschrank. Genau, einmal so, einmal so. Ja, Kompressor-Variante? Ja, jetzt muss ich ihn aber nochmal aufmachen. So. Kleines Eisfach? Ein kleines Eisfach hier oben. Oh, groß für den kleinen Kühlschrank. Ja, passt auch mehr als genug rein. Wir haben zwei Einlageböden, eigentlich drei, weil hier oben drauf kann man ja auch noch was. Dann ist hier eine kleine Klappe, sehr süß, und zwei Fächer in der Türe. Das ist ein Kompressorkühlschrank, hast du das schon gesagt? Habe ich schon gesagt, ja. Ja, ich starte ihn mal. Man hört das. Oh, der ist schön hell beleuchtet von Ihnen. Oh, wollte man das? Der ist schön beleuchtet. Ja. Man hört das direkt. Es summt sofort. Summt da drin. Hat er eine Nachtfunktion? Bestimmt, ne? Da kann man die Kälte einstellen. Nein, der hat keine Nachtfunktion. Okay. Hat er nicht. Hat er nicht, aber ein schönes Display. Aber ein schönes Display. Zack, aus. Gut, es fängt an zu regnen. Ach, es fängt an zu regnen, ja leider. Wo ich gerade hier bin, können wir direkt mal die Türe machen. Denn auch hier in der Türe haben wir noch mal zwei schöne Ablagefächer. Schönes großes Fenster. Schönes großes Fenster, aufstellbar. Natürlich auch hier mit Rollo und Fliegengitter da vorne. Dann mache ich sofort die Elektrik hier. Hier habt ihr die Bedienung für eure Truma. Viele nennen es immer das Glücksrad, ne? Ja. Ich weiß nicht warum, also ich komme mit dem Ding super klar, ich habe da kein Problem mit. Einmal nach unten macht ihr ganz normal die Heizung an, zweimal nach unten macht ihr Heizung und Warmwasser an. Einmal nach oben 40 Grad Wasser, nochmal nach oben 60 Grad Wasser. Und hier an dem Rädchen könnt ihr dann nochmal die Temperatur einstellen. Das ist dann die 1, 2, 3, 4, 5 und da dementsprechend kommt die Temperatur hier zustande. Heizungsfühler sitzt hier, direkt an der Tür, finde ich gut. Das kenne ich. Ich auch. Das kenne ich. Das haben wir schon in vielen Fahrzeugen jetzt gesehen. Ist ganz einfach gehalten und deswegen ist es auch so toll, finde ich. Einfach hier anschalten. Hier oben habt ihr einmal die Aufbaubatterie, dann habt ihr hier einmal den Frischwassertank und einmal den Abwassertank. Das war's schon. Und hier oben könnt ihr noch sehen, ob ihr an Landstrom hängt. Ne? Das ist cool. Super einfach. Super einfach. Kann ganz wenig kaputt gehen. Ja. Ja, gut. So. Andere Seite. Andere Seite. Wir haben hier sofort die Halterung für unseren Fernseher verbaut. Wird alles hier hinten reingebaut. Hier kommt das Kabel dann raus. Ja. Ja. Wunderbar. Alles vorhanden. Dann haben wir hier noch einen schönen großen Schrank. Auch hier mit einer Lippe davor. Da könnte man sich zum Beispiel schön Körbchen reinbauen. Ne? Ja. Dann haben wir unten wieder die Funktionsleiste mit einer schönen Lampe. Wie gesagt, da kann man so viele Lampen reinmachen, wie man möchte. Und auch so viele USB-Steckdosenadapter. Ja. Und was mir wirklich gut gefällt, sind die Polster. Ich war noch gar nicht bei den Polstern. Nein. Aber die Polster sind schön. Ich finde das geil, auch wenn es nur so ein schöner Effa-Stoff ist. Aber ich mag diesen Stoff. Dann hier das mit dem Kunst-Nubuck-Leder, oder wie nennt man das? Das weiß ich nicht, wie man das nennt. Aber eben diese drei Farben gefallen mir echt gut. Ja, also die farblich, die Zusammenstellung ist super mega. Finde ich schön. Hier auch nochmal mit so einer Paspel. Abgesteppt, ne? Also wirklich. Sieht immer hochwertig wirklich aus. Schön. Ne? Ja. C-Logo nochmal hier, ein Fähnchen dran. Super schick. Dann haben wir hier auch noch ein Fenster, aufstellbar. Natürlich auch hier mit einem Fliegengitter und einem Rollo. Und was hast du da? Da sitzt der Stopper für die Truma-Heizung. Genau, wenn das Fenster auf ist, geht die Heizung aus. Ja, ist auch hier nochmal ein Aufkleber. Fensterscheibe geöffnet, keine Heizung und kein Heißwasser. Also ich hätte mir das nicht so vorstellen können, dass dieses Naturholz hier so gut zu dem Rest passt. Ich finde es wirklich sehr schön. Auch hier hinten haben die nochmal mit Naturholz verkleidet. Gefällt mir wirklich sehr gut. Wenn man steht, macht man die Gurte natürlich nach hinten, damit man das nicht so sieht. Richtig. Hier ist schon das Fähnchen für Isofix, gerade für junge Paare. Isofix. Mit Kindern, mit Kindersitz oder Maxi-Cosi. Ist auch noch nicht so oft, ne? Nein, das haben auch noch nicht viele. Aber gerade, wie gesagt, junge Eltern freuen sich, wenn die so eine Isofix Halterung haben. Denn ich habe eine kleine Nichte, die ich auch mitgenommen habe im Maxi-Cosi. Und da war ich auch froh, dass ich Isofix hatte. Guck mal, da haben wir alles schön in einer Klappe. Ja. Frostwächter, die Gasabsperrhähne, 230 Volt. Alles da. Gut. Sehr gut. Daneben befindet sich direkt nochmal ein Heizungsausströmer. Hier vorne auch. Und jetzt bin ich mal interessiert,
Die ganzen Klappen sind dann ja leer. Ja, hier hat jemand schön Filz drunter gelegt. Ja. Komm, ich heb's hoch. Nee, brauchst du hier nicht. Du ach so, okay. Denn auch gut. Hier kommen wir so dran. Ja, noch ein schönes großes Fach. Ja. Hinten auch nochmal ein Heizungsausströmer. Und eine 230 Volt Steckdose befindet sich auch noch. Ja. Dann haben wir hier einfach. Da musst du ein bisschen hochheben. Nein. Nochmal die Ecke. Die Ecke auch nochmal schön. Ja. Aber beim wieder reinmachen muss ich es hochheben. Okay, ein bisschen. So, der Tisch ist die Ilse. Wer uns schon ein bisschen länger verfolgt, weiß, dass wir auch eine Ilse haben. Wofür braucht man Ilse? Ilse kann man immer runter machen. Ja, entweder ist das ein Hubtisch oder ein, ich nehme den Fuß weg Tisch. Ne? Ja. So, einfach hier. Dann setzt man den. Nein, hat er nicht. Habe ich schon geschaut. Warum? Die Leiste unten ist nicht da. Die müsste man sich dann nachrüsten, wenn man hier noch ein Notbett bauen möchte. Ach so. Naja, ja? Aber mit Ilse könnte man ein Notbett gut bauen. Kann man den Tisch denn ausklappen? Ja. Super. Ach, das ist doch schon gut für mich hier. Das ist doch schon. Also jetzt mal ohne Spaß, ne? Ich bin immer noch begeistert, ne? Von diesem. Ja, ne? Ja. Das passt hier wirklich super, 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 super gut rein. Schön. Das gefällt mir echt gut. Mir auch. So, dann gehen wir mal weiter, denn das waren noch nicht alle Highlights. Nein. Ich muss jetzt aber erstmal hier das Knöpfchen finden. Von der Ilse. Von der Ilse. Dreh dich mal rum. Wir wechseln jetzt die Seiten. Okay. Hier zum Fahrerraum ist ein kleines Podest, eine Stufe, wo man hochgehen kann. Und auch in dieser gerundeten Stufe sitzt nochmal ein Heizungsausströmer. Wolltest du nicht da unten die Schalter eben machen? Die Trittstufe? Oder machst du es gleich draußen? Das mache ich gleich draußen. Okay. So weit bin ich noch. Ich bringe mich jetzt nicht durcheinander. Ich will euch das jetzt zeigen. Also, was ich schon mal super schön finde, wir haben Pilotsitze in dem gleichen Design wie natürlich die Dinette. Die finde ich hier total LNC, toll. Ja. Bezogene Armlehne. Ja. I love it. Yes. Das ist so, so, so schön. Ja. Ehrlich. Das ist ein toller. Natürlich wirft ihr hier ein paar Falten hier und da. Aber Leute, ganz ehrlich, es ist ein schöner Sitz. Finde ich auch. Finde ich super schön. Ja. So, wo ich jetzt weitermachen möchte, eine Bügelluke haben wir noch. 40, 70. 50, 70, ne? Natürlich 50, 70. mit Plissi und Fliegengitter. Mhm. Du bist so langsam. Mhm. Wir haben noch die drei Spots davor. Die haben wir, glaube ich, schon gar gezeigt, nicht erwähnt. Ja. Doch, haben wir die erwähnt? Ja. Wir haben sie erwähnt, aber nicht gezeigt. So, und jetzt kommen wir noch zu einem Highlight. Und da kommt nämlich gerade die Sonne. Das ist ein Kastenwagen mit einem supergeilen Skyroof. Aufmachbar. Ja, es ist aufmachbar. Das heißt, wir haben hier auch ein Fliegengitter. Ja. Wir haben hier oben noch ein Plissi. Plissi! Du hast doch dein Plissi noch im Auto. Ich habe mein Plissi noch. Und das finde ich im Kastenwagen wirklich. Ja, das bringt total viel Raumgefühl, ne? Ja, ja. Das bringt echt total viel Raumgefühl. Das ist eine super schöne Sache. Könnte ich so ausbauen, im Pebo einbauen. Ja, ne? Ja, wäre vielleicht nicht dicht, wenn ich es machen würde. Aber finde ich in dem Kastenwagen finde ich das mega. Hier haben die noch schön gebaut. Zwei Ablagefächer. Einmal hier oben. Und einmal an dieser Seite. Ja. Und sieht man das jetzt mit der Sonne, wenn die kommt, wie viel Licht dieses scheiß Fenster hier reinbringt? Ja. Das ist total. Wenn wir das jetzt mal schließen, seht ihr mal, wie viel Licht da trotzdem noch durch das Skyroof kommt, ne? Geil. Ja. Geil. So, und bei LMC geht es weiter mit dem Freund. Ja, dann kommen wir zum Auto. Ich will mich gar nicht rumdrehen, weil die Sonne so schön ist. So, ich drehe mich aber mal. Wir sind ja hier in einem LMC Innovent. First Edition quasi, ne? Weil das ein 2022er Auto ist, auf noch einem 2021er Fiat verbaut. Ja. Das heißt, viele von euch haben ja schon gehört und viele von euch warten auch sehnsüchtig auf die ersten Bilder dieses Fiats. Ne? Gibt schon welche. Ein paar YouTuber haben schon die Möglichkeit. Die renommierten YouTuber und ja, uns. Genau, die haben es schon haben geschafft. Die haben schon welche gefilmt. Soweit sind wir nicht. Ja, wir haben hier halt noch den alten Fiat Ducato. Wenn man den jetzt bestellen würde, diesem LMC, wird er definitiv auf dem 2022er, auf dem neuen Fiat Ducato richtig geliefert so werden. Jetzt haben wir aber noch den alten. Jetzt haben wir noch den alten. Alt bewährt. Da kenne ich mich nämlich mit aus. Wir haben das Lederlenkrad, wir haben den Lederschaltknauf, weil wir ja hier einen Schaltwagen haben. Wir haben das Multifunktionslenkrad. Wir haben volles Chrompaket mit den Chromspangen im Lenkrad, im Tacho. Wir haben silberne Lüftungsgitter. Wir haben das Klemmbrett. Mhm. Wir haben eine Klimaautomatik. Wir haben Traction Control, Bergabfahrhilfe. Alles da. Getränkehalter, USB, 12 Volt Steckdose.
Remis vorne natürlich. Viele von euch wissen das nicht. Ich sag das nämlich jetzt immer mal. Mhm. Ihr habt hier vorne so ein Fach, ja? Mhm. Und wenn ihr da eure Getränkedosen reinlegt oder euren Schokoriegel, ich liebe es da im Sommer meine Schokoriegel reinzulegen, und ihr habt dann die Klimaanlage an, ist das wie ein Kühlschrank. Ne? Ja. Das wird, wenn man das aber dann vergisst, dann ist das nicht so schön. Wenn man es vergisst rauszunehmen, aber so ein Schokoriegel hält bei mir jetzt nicht so lange. Das, ne? Der überlebt meist die Fahrt nicht. Aber das ist da super schön kalt drin. Mhm. So, was haben wir denn noch? Tempomat haben wir natürlich. Ne? Elektrische Benzer, die Spiegel, alles, was die haben. Alles. Ne? Wir haben die Remis natürlich auch hier vorne. Da. Alles drin. Alles dran. Was fehlt wieder, Frau? Ein Radio. Und ein Fahrerhausteppich. Ja, wir haben kein Radio und wir haben kein Fahrerhausteppich. Ja. Das müsste noch da rein. Ein Fahrerhausteppich, kann ich euch aber sagen, gibt es bei Amazon. Und der ist nicht teuer. Nee. Und den kann man sich reinlegen. Ne? Sind wir fertig hier drin? Sind wir schon fertig? Ja. Ich will nicht fertig sein. Doch, komm, wir gehen raus. Es ist sehr warm hier drin. Das ist total weich, ne? Das ist Wenn super schick. Wenn ich jetzt kein Make-up drauf hätte, würde ich gerne mal mein Gesicht da dran reiben oder so. Das ist voll schön. Komm jetzt raus hier. Nein. So, natürlich, das darf auch in keinem Kastenwagen mehr fehlen, ne? Eine Fliegengittertür. Ist ja schon Standard, ne? Das ist schon fast Standard. Fast Standard, okay. Dann haben wir hier die Schalter. Das ist einmal unsere elektrische Trittstufe. Guckt, es ist die breite Trittstufe. Das ist die breite. Ja. Ja. Und wofür bist du? Die Einstiegsleuchte. Wo ist sie? Hinter dir. In der Rundung. Da. Ah, da. Ja. Da unten drunter. Ja. Genau, da leuchtet es. Seht ihr das? Ist gut. Sehr schön. Feini. So, dann gehen wir raus und gucken wir mal weiter. So, geht's los, ne? Wir haben Rahmenfenster. Super geil, schwarz. Super schwarz. Ja. Da kannst du gar nicht reinkicken. Kannst ein bisschen sehen, aber nicht viel. So, dann haben wir schon passend zu dem Dekor quasi hier oben eine schwarze Thule Omnistore. Die ist Anthrazit, du Blindfisch. Die ist Anthrazit. Passt auch zum Dekor. Ja. Die Beklebung finde ich gut mit diesem Rot, Anthrazit und so einem Hellgrau. Das spiegelt sich ja innen wieder. Ja, das finde ich echt super schön. Wir stehen hier schon auf ein paar 16 Zoll Alurädern. Leitchassis. Geht auch immer noch ein bisschen größer, die Felgen. Da oben der Innomen-Schriftzug. Also die Beklebung finde ich gut. Ich finde die auch. Gefällt mir. Hier haben wir unseren Frischwassertank. Ganz hinten in der Ecke. Mhm. So, dann haben wir hinten natürlich in jeder Türe ein Fenster drin. Auch hier Rahmenfenster, super dunkel. Finde ich schön. Rückfahrkamera. Eine Rückfahrkamera, ja. Verbaut. Da. Man hat nur kein Bildschirm, wo man das drauf angucken kann. Das kann ja noch rein. Genau, also ein Radio, ne? Müsste dafür noch rein. Ja. Aber die Rahmenfenster hinten gefallen mir, obwohl mir die aufgesetzten hinten besser gefallen, weil ich finde es dann, ich würde es schöner finden, wenn jetzt die Teile noch umklebt wären. Hier meinst du? Ja. Ne? Ja. Hier vielleicht noch, genau. Wäre, ne? Aber ist wieder nur mein Geschmack. Geschmack macht einsam. Ja. So, auch hier an der Seite haben wir drei Fenster. Weil wir ja hier das im Schlafzimmer haben, auf der anderen Seite nicht. Dann haben wir hier schon die bekannte Klappe für die Kassettentoilette. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja. Sie wird magnetisch gehalten. Mhm. Sehr, sehr gut. Wir haben die Setport-Toilette. Jetzt sage ich nicht wieder. Ich sage es immer wieder. Es ist hinterher schlürbar. Hinterher schlürbar. Ja. Die Anja freut sich immer, wenn ich das sage. Die Anja freut sich auch, wenn ich sage, ich darf nass werden heute. Ja. Hier ist die Steckdose für euren Landstrom. Der Truma Kamin sitzt hier. Ja, wollen wir mal gucken, ob der den Vierkant hat. Ja, okay. Hier ist der Vierkant für euren Abwassertank, ne, der hier unten drunter verbaut ist. Ja, dann gibt es gar nicht mehr so viel zu zeigen. Natürlich auch hier Euro 6D Temp mit AdBlue. Mhm. Da gibt es eine Sicherung für. Schaut mal in unserer Playlist nach, da haben wir ein Video drüber gemacht, damit man auch seinen AdBlue Tank sichern kann. So, ja. Dann geht es weiter nach vorne. Wir haben LED Tagfahrleuchten. Mhm. Wir haben dieses super fette Skyroof obendrauf.
Die Antenne haben Sie hier da so an der Seite hingesetzt. Die ist auch schon wieder verändert. Die sehe ich auch das erste Mal, auch wenn sie jetzt mittig sitzen würde, sage ich mal. Die sieht schon wieder anders aus. Ja, ist schon wieder ein bisschen was Neues. Wir haben keine Nebelscheinwerfer und keinen Spoiler verbaut. Aber einen schwarz lackierten Kühlergrill und das LMC-Logo vorne drin mit dem Innovent-Schriftzug. Ja. Und das Skyroof passt da super rein, ne? Oben haben wir hier auch. Sehr, sehr schön. Ja. Gefällt mir sehr gut. Schick. Gut, ich bin auf den 22er Außenwagen gespannt. Ne? Ja. Aber was kostet denn dieser jetzt hier als Modell 22 mit einem 21er Fahrgestell? Ja, also den, wie wir den gefilmt haben hier, als Schaltwagen mit 140 PS, Euro 6 D-Temp, 3,5 Tonnen, ne, Zulassung hat er, kostet der 51.900 Euro. So, ihr Lieben, das war das Video von dem neuen LMC Innovan. Ja, wie fandet ihr den? Wir fanden den ganz geil. Also ich fand die Innenausstattung super mega. Das hat mir schon gut gefallen. Ja, das war jetzt der Innovan First Edition auf dem 21er Fahrgestell mit dem 22er Innenausbau. Ja. Also so werden die Fahrzeuge erscheinen, aber dann auf dem neuen Fiat Ducato mit dem neuen Armaturenbrett und den neuen Extras, die man dann kaufen kann. Genau. Deswegen wird der Preis sich dann auch nochmal ändern, wenn die Fahrzeuge eben auf dem 22er Fahrgestell aufgebaut sind. Jetzt haben wir aber genug gequatscht. Jetzt haben wir genug gequatscht, ne? Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Abonniert kostenlos unseren Kanal. Oder drückt die Glocke, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Kommentieren könnt ihr auch. Ja, oder ihr dürft uns auch gerne auf Instagram folgen. Unter die Alfis findet ihr uns auch dort. Ansonsten haben wir jetzt hier nicht mehr viel zu sagen, außer Ende Gelände. Tschüss. Tschüss.